Freddy Mamba, drittes Testspiel, dritter Treffer schon von Ihnen. Wie geht es Ihnen damit, so ein Tor erzielt zu haben? Ja, für mich geht es eigentlich normal weiter, wie immer. Ich denke, das war jetzt ein guter Test für uns. Die letzten beiden Spiele waren jetzt dann auch ordentlich, aber vom Gegner her nicht so wie der Test heute. Ja, ich denke, wir können uns zufrieden geben, also mit einem Unentschieden. Es war vieles Positives, aber auch ein paar negative Sachen. Wir haben noch genug Zeit, um die aufzuarbeiten. Und ja, ich denke, bis zum ersten Spieltag werden wir bereit sein und die Fehler dann minimieren zumindest. Wenn man so zurückschaut aufs vergangene Jahr, dann kamen Sie als Probespieler. Mittlerweile wirken Sie deutlich selbstbewusster und treffen auch die Bälle, die dann ins Tor müssen, ja? Ja, am Anfang hatte ich es ein bisschen schwer. Ich, wie gesagt, wie Sie schon sagten, ich kam als Probespieler her, habe mich dann rangearbeitet. Ich denke, ich bin jetzt nah dran und ich denke, ja, wir werden sehen, was passiert. Ein Spiel, was auch ansteht, ist das gegen den VfB Stuttgart. Sie haben schon gesagt, das ist Ihr Wunschgegner. Sie haben sich da sehr drüber gefreut. Beschreiben Sie mal, fiebern Sie schon ein bisschen entgegen? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass wir VfB Stuttgart bekommen haben, ist für mich natürlich, das freut mich natürlich sehr, weil das meine Heimatstadt ist. Ich wurde da auch teilweise ausgebildet und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Der VfB Stuttgart ist auf jeden Fall Favorit. Für uns ist es nur ein Bonusspiel. Wir versuchen auf jeden Fall den VfB an dem Tag das Leben schwer zu machen. Vielen Dank.